Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Tendo TV. Wer Super Mario 3D World gespielt hat, dem ist vermutlich wie mir vor allem einer im Kopf geblieben. Kapitän Toad. Der Forscher mit der Lampe am Kopf und ohne jegliches Sprungtalent oder die Gabe, Gegner zu besiegen, hat einige Auftritte in Super Marios letztem 3D-Abenteuer gehabt. Seit dem 2. Januar 2015 gibt es sein eigenes Spiel in den Läden zu kaufen. Die Geschichte ist schnell erzählt. Toad und Toadette sind gemeinsam unterwegs, um Powersterne zu sammeln. Da kommt plötzlich und unerwartet ein riesiger Vogel vorbeigeflogen und klaut einen davon. Und wo er gerade schon mal da ist, nimmt er Toadette gleich mit. Also macht sich der Kapitän auf die Suche nach seiner Freundin und sammelt dabei weitere Sterne und Diamanten ein. Die 70 Levels im Spiel sind dabei so abwechslungsreich, wie es nur geht. Es ist schier unglaublich, wie wenig Wiederholungen man erlebt. Jeder Level bietet etwas Neues, spielt in einer anderen Umgebung oder erfordert eine andere Herangehensweise. Dabei ist die grundsätzliche Art des Spielens aber fast immer gleich. Man bewegt den Pilzkopf mit dem linken Stick auf dem Gamepad durch die Umgebung, dreht die Kamera mit dem rechten Stick oder durch Umgucken im echten Leben und versucht, den Stern zu erreichen. Da Toad nicht springen kann und meistens allen Gegnern so schutzlos ausgeliefert ist, dass man nur weglaufen kann, muss man dabei sehr umsichtig vorgehen. Das ist auch deshalb wichtig, weil in jedem Level 3 Diamanten versteckt sind, die man suchen sollte. Hier und da sind nämlich Barrieren eingebaut, die man nur überwinden kann, wenn man genug Diamanten gefunden hat. Zuletzt gibt es in jedem regulären Level auch noch eine Sonderaufgabe, die man aber erst offenbart bekommt, wenn man den Level geschafft hat. Mit dabei sind so einfache Dinge wie sammle 70 Münzen, nimm keinen Schaden oder besiege alle Gegner. Aber es gibt auch komplizierte Aufgaben, wie zum Beispiel nicht entdeckt zu werden oder einen besonders gut versteckten Goldpilz zu finden oder auf den Einsatz von Items zu verzichten. Apropos Items, diese hat Toad nicht ständig verfügbar, sondern sie sind in den Levels versteckt. So gibt es zum Beispiel eine Spitzhacke, mit der er wie ein Berserker Steine zerstören kann. In manchen Levels finden sich auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel Kanonen, mit denen man Gegner und Hindernisse beseitigen kann. Oder auch Drehelemente, mit denen sich die gesamte Umgebung umbauen lässt. Auch der Touchscreen kommt rege zum Einsatz, daher kann man das Spiel auch nur mit dem Gamepad spielen. Es gibt verschiedene Blöcke, die sich durch Berührung verschieben lassen. So muss man sich selbst einen Weg ans Ziel bauen. Neben den normalen Levels gibt es auch noch einige Loren-Levels. Hier sitzt Toad in einer Lore und fährt automatisch dem Stern entgegen. Man muss sich nun mit dem Gamepad umsehen und Münzen, Gegner und Diamanten einfach abschießen. Neben den dazukommenden Bosskämpfen gibt es noch diverse verschiedene Münzjagd-Levels, die mehr oder weniger zufällig erscheinen. Diese legen sich über normale Levels und dort geht es darum, in kurzer Zeit möglichst viele Münzen zu sammeln. Ich kann nicht oft genug sagen, dass das Spiel vor allem dadurch begeistert, dass es so unglaublich viel Abwechslung bietet. Es fühlen sich wirklich keine zwei Levels gleich an und es gibt andauernd neue Elemente zu entdecken, auch kurz vor dem Ende noch. Das Einzige, was ein bisschen störend ist, sind die Bosskämpfe. Gegen einen Drachen muss man mehrmals kämpfen und das Prinzip ist in jedem Kampf dasselbe. Hier hätten die Entwickler doch wohl auch noch einige wenige Ideen mehr haben können, damit diese unnötige Wiederholung ausbleibt. Kommen wir zur Technik. Grafisch ist das Spiel sehr gut. Der typische Look von Spielen im Super Mario-Universum ist zwar in HD kein Augenöffner, aber es gibt viele Details, tolle Effekte und es läuft jederzeit flüssig. Dazu gibt es so viele verschiedene Umgebungen, Hintergründe, Gegner, Elemente und Effekte, dass man von Anfang bis Ende immer wieder Neues geboten bekommt. Akustisch ist das Spiel nicht ganz so gut. Die Musik ist zwar toll, allerdings geht sie auch nicht wirklich ins Ohr. Aber die Ausrufe von Toad und Toadette, die sind wirklich nervig. Die Steuerung funktioniert extrem gut und trägt ihren Teil zur Abwechslung bei. Da sich die unterschiedlichen Levels auch leicht anders steuern, muss sie viel leisten und tut das auch. In manchen Levels kommt es auf Präzision an, in anderen auf Schnelligkeit. Mal sucht man in Ruhe, mal muss man sich hektisch und schnell umschauen. Alles klappt dank Gamepad super. Was die Spielzeit angeht, bin ich hin und her gerissen. Zum einen sind 70 Levels nicht wenig, zum anderen ist das einfache Durchspielen aber so schnell möglich, dass ich mich wirklich frage, warum dieses Spiel für 40 Euro im Handel verkauft werden muss.
Ein Download, meinetwegen auch in verschiedenen Episoden, wäre da die bessere Lösung gewesen. Zugegeben, es gibt viel zu entdecken und wenn man wirklich alles finden will, dann braucht man deutlich länger. Aber das gilt auch für viele andere Spiele, die es nur im eShop und deutlich günstiger gibt. Wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, dann ist es in etwa 5 Stunden möglich, den Abspann zu sehen. Apropos Abspann, dazu habe ich in meinem geschriebenen Testbericht auf tendo.de noch einen kleinen Spoiler eingebaut, den man nur lesen sollte, wenn man eine der besten Szenen in einem Videospiel von Nintendo nicht als Überraschung erleben will. Den Link zum Test findet ihr in der Beschreibung. Toll finde ich auch, dass man mit einem Speicherstand von Super Mario 3D World auf der Wii U einige Bonus-Levels aus dem Klempnerspiel freischaltet. Diese Levels aus 3D World darf man dann mit Toad nach Münzen absuchen, was wiederum Leben bedeutet. Diese sind im Spiel nicht zu unterschätzen, denn in manchen Levels sterben die Pilze wie die Fliegen. Und damit komme ich zum Fazit. Captain Toad Treasure Tracker ist unterm Strich ein gelungenes Spiel, das sehr kurzweilig unterhält, viel Abwechslung bietet und endlich mal kein klassisches Jump'n'Run, sondern eher ein Puzzlespiel ist. Die Technik ist gelungen, die Steuerung funktioniert und es macht einfach nur Spaß. Einziger Wermutstropfen als Download im eShop für deutlich weniger als 40 Euro wäre es ein rundum gelungenes Paket gewesen. So ist es in meinen Augen aktuell viel zu teuer. Wer es also nicht unbedingt sofort spielen muss, der sollte am besten auf ein Angebot warten, das hoffentlich bald kommt. Wer nicht warten kann, der macht aber auch nichts falsch. Wie gesagt, es ist ein tolles Spiel, das sagen wohl auch die 78% aus, die es von mir bekommt. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Captain Mario.